Teinacher Mineralwasser, einzigartig mineralisiert, neutralisiert die Geschmacksnerven und macht sie so viel aufnahmefähiger für die Aromen kulinarischer Erlebnisse. Teinacher, vergrößer den Genuss. Herzlich willkommen bei Schmeckt den Süden Fernsehen. Heute bereiten für Sie Franz Berlin und Caroline Häusermann von Berlins Krone aus Bad Teinach Matjes von der Würzbachtaler Forelle nach zwei Hausfrauenarten zu. Zunächst bereiten Sie den Sud zu. Dafür vermengen Sie in einem Gefäß Salz, Zucker, Senfkörner, Wacholderbeeren, Lorbeerblätter und weiße Pfefferkörner. Nun geben Sie Lauch, Karotten und Sellerie in walnussgroßen Stückchen und Knoblauch in den Topf und schwitzen alles mit etwas Rapsöl leicht an. Danach löschen Sie das Gemüse mit Wasser und der Salz-Zucker-Mischung ab. Nun kochen Sie den Sud auf und fügen Petersilie, Kerbel und Dill hinzu. Trennen Sie nun die Forellenfilets von der Haut und legen Sie diese für 48 Stunden in den mit Wasser verdünnten Sud. Für die Terrine legen Sie jeweils ein Forellenfilet zwischen zwei Vakuumierbeutel und plattieren Sie dieses. Nach dem Plattieren legen Sie die Forellenfilets auf eine Klarsichtfolie und an die Stirnseite der Terrinenform. Wenn Sie die Forellen in passender Breite zur Form positioniert haben, nehmen Sie wiederum eine Folie und plattieren die Forellen, sodass diese sich zu einer Matte verbinden. Nun legen Sie die Forellenmatte in die Form ein und drücken Sie etwas an die Ränder an. Für die Füllung der Terrine kochen Sie Fischsoße mit etwas Creme fraiche auf, nehmen den Topf von der Platte und lösen darin die Blattgelatine unter Rühren auf. Nachdem sich die Gelatine aufgelöst hat, geben Sie Apfelwürfel, Zwiebelwürfel, Gurkenwürfel, Kartoffelwürfel und klein geschnittenen Matjes in den Topf dazu. Füllen Sie nun die gut verrührte Masse in die Terrinenform ein und klappen die Forellenmatte um, sodass die Terrine geschlossen ist. Daraufhin kühlen Sie die Terrine für mindestens 6 Stunden gut durch. Für die Hausfrauensoße verrühren wir in einer Schüssel Schmand, Senf, Apfelscheiben, Zwiebelwürfel, Gurkenscheiben und Zitronensaft und schmecken die Soße mit Salz und Pfeffer ab. Nach dem Verrühren der Zutaten stellen Sie die Soße für einige Stunden kühl. Sobald die Terrine und die Soße gut durchgekühlt sind, schneiden Sie die Terrine auf und platzieren Sie diese auf den Teller. Nun legen Sie nach Belieben einige Scheiben Matjes dazu und verteilen die Soße auf ihnen. Den Teller garnieren Sie mit Kräutern, Blattsalat und Balsamico-Dressing. Einen guten Appetit wünschen Ihnen Franz Berlin, Caroline Häusermann und Schmeckt den Süden. Noch mehr Genuss? Teinacher präsentiert saisonale Kulinarik, Genießerrezepte, Weinempfehlungen, Restaurant-Tipps und vieles mehr auf www.ausgezeichnetgenießen.de.